Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Super Smash Bros. Für die Wii U, diesmal mit der Smash Tour. Das habe ich mir gerade spontan überlegt. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Spielfelder. Ich habe das Ganze noch nie gespielt. Ich hoffe, das geht überhaupt alleine gegen CPU. Ich weiß es ja gar nicht. Wir nehmen einfach mal das mittlere Feld und machen ein paar weniger Runden. 15 ist das niedrigste, circa eine Minute pro Runde. Dann wäre das eigentlich ein relativ guter Part. So, ich bin dabei. Und spiele gegen drei Computer. Okay, es geht gegen Computer. Das war ja schon mal meine größte Befürchtung, dass es eventuell nur gegen echte Kämpfer geht. So, ich weiß, dass es so ein bisschen Mario Party ähnlich werden soll. Jeder kriegt am Anfang zwei Kämpfer. Wir haben in diesem Fall Dunkler Pit und Lucina bekommen. So, es gibt Itemfelder, es gibt Checkpoints. Nutze Felder mit Verstärkern, um die Statuswerte deiner Charaktere zu erhöhen. Sammle möglichst viele Checkpoint-Boni, um die Vorteile zu verschaffen. Ein Teleportfeld, ein Statusfeld, ein Kampffeld und ein Kämpferfeld. Ein Kämpferfeld erreichst du vor allen anderen, erhältst du einen zusätzlichen Kämpfer. Aha. Ein Kampffeld, ein Halt auf diesem Feld sieht einen Kampf nach sich. Teleportfeld, teleportiert diese Vorteile auf ein anderes Feld und der Statusfeld, diese Felder verändern deine Statuswerte. Es gibt viele verschiedene Felder, die alle einen anderen Effekt haben, wenn du auf ihnen zum Stehen kommst, ja. Jetzt müssen wir würfeln. Ich habe alle meine 5. Das ist ja super. Jetzt muss ich mir eine Richtung aussuchen. Ich würde einfach mal just for fun nach unten gehen und komme auf dieses Feld. Smash! Ich habe nicht mitgekriegt, wo die anderen drauf gekommen sind, dass irgendwas passiert. Item-Trophäen. Es gibt Spielbrett-Items. Es gibt Kampf-Items und es gibt Allgemein-Items. Wähle eine Richtung aus, um das Item zu verwenden. Die Trophäen mit roten, blauen und grünen Socken sind Item-Trophäen. Profitiere von nützlichen Effekten, indem du sie auf dem Spielfeld und im Kampf einsetzt. Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall einen Charakter benutzen oder was. Ich kann einen Computer einsetzen. Ich kann, okay, what the fuck? Muss ich Dunkler Pit spielen? Ich hätte gerne als Lucina gespielt. Jetzt habe ich etwas übersprungen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich verstehe das nicht. Warum sind jetzt Captain? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall ein Blumen-Smash. Der hat den verkackten OP-Champion. Champion wollte ich schon sagen. OP-Charakter. Little Mac! Ich hasse diesen Modus. Weil selbst wenn du dich defensiv verhältst, kriegst du hier monster viel Schaden und ich habe jetzt nicht den Charakter, den ich gut raushaut. Hau ihn doch weg! Komm mit Dunkler Pit nicht klar. Ich habe Pit so wenig gespielt. Ich habe keine Ahnung, wie sein Moveset ist. Oh, ich habe Little... Okay, ich wollte mich gerade noch beschweren, dass ich Little Mac nicht habe. Und dann kriege ich den einfach mal. Cool. Damit hätten wir Little Mac. Trophäenverteilung. Ich habe einmal verdoppelt die Anzahl an Zügen. Okay, andere kann ich nicht einsetzen. Dann nehme ich den mal. Wieder eine 5. Ah, doppelt. Jetzt habe ich eine 10. Dann gehe ich mal da lang. Ich habe mir den Kram. Oh Gott, das war, glaube ich, was Negatives. Dann würde ich gerne da. Dann würde ich mir gerne schnappen, was das da immer ist. Spezialangriff hoch. Okay, man kann, wie man da sieht, hat man auch solche Werte, die gesteigert werden können. Ähnlich wie in... wie im Smash Run. Oh, nein! Ich will zu Bowser Jr. Na, jetzt hat die sich Bowser Jr. geschnappt. Verdammt, da oben ist auch noch Falco. Da komme ich aber auch nicht hin. Ness und Duckhand-Duo. Remple sie an, um den Schatz zu bekommen. Ja, super. Die werden wahrscheinlich vor uns wegrennen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eingesetzt habe. Nein, ich schon wieder eins. Was machen die da alle? Ich verstehe gar nichts. Jetzt haben die sogar noch einen Schatz bekommen da. Die sind alle besser als wir. Wir sind der Einzige, der den Smash gewonnen hat und trotzdem haben alle gleich wieder jetzt schon wieder. Hier, leck mich. Hinterlasse eine Falle, die Gegner katapultiert. Machen wir mal das. Runde 2. Ernsthaft jetzt, Leute. Ich brauch was.
Ist aber eine ganz coole Idee. Ich glaube, ich mag den Bus. Auch wenn es natürlich sehr viel mit Glück zu tun hat. Okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kämpfer. Das ist wichtig. Deswegen jetzt so schnell wie möglich zu Mr. Game & Watch steuern. Zieh Items an, denen Nähe du kommst. Was war das, der Checkpoint-Bonus? Fuck, was haben die da alle schon für Statuswerte? Warum haben die so viele Statuswerte und wir haben nur so eine Scheiße? Verlangsame das Würfelrad. Nehmen wir mal die 6. Oh oh. Och nee. Ernsthaft jetzt? Jetzt wurden alle Charaktere gewechselt? Alter, ich hatte Little Mac. Jetzt ist der weg. Lucina hatten wir auch. Die ist jetzt auch weg. Ich hasse euch alle. Jetzt habe ich nur wieder so Kack-Charaktere. Bleibe, wo du bist, wenn du katapultierst wirst. Ja, super. Nehmen wir mal Relaxo. Gut, ich wurde zum Glück nicht wegteleportiert, so könnte ich mir Dara entschnappen. Drei Kämpfe für einen Checkpoint-Bonus eingetauscht. Die hat jetzt drei Kämpfer geopfert. Jetzt hat die ja nur noch Lucina und Drop. Verdoppelt eine Anzahl an Zielen. Das ist gut. Da können wir mal ein bisschen rumrennen hier. Oh Gott, jetzt haben wir nur zwei. Aber immer kriegen wir Mr. Game & Watch. Haben wir schon mal ein paar Kämpfer gesammelt hier. Kommt sie auch mal zu kämpfen? Ich meine, wozu brauche ich die ganzen Kämpfer, wenn es keine Kämpfe gibt? Erhöhe den Effekt in der Verstärker. Schön. Oh oh, wo bin ich jetzt? Oh Gott, ich muss jetzt die Lage checken. Geh nach unten, geh nach links. Immerhin haben wir Palutena. Wir haben auf jeden Fall die meisten Kämpfer. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich denke mal, dass das gut sein könnte. Dann lass eine Falle, ja. So viele verschiedene Item-Brett-Trophäen gibt es dann wohl auch nicht. Wir haben uns getroffen. Heißt wohl, wir werden kämpfen, oder was? Smash. Boss Galaga Smash. Beginne den Kampf mit einer... Oh, das konnte ich gar nicht lesen. beginne den Kampf mit einer Erzkeule. Trage einen kampflangen Rückenschild. Oder beginne den Kampf mit einem... Ich würde gerne einen kampflangen Rückenschild tragen. Aber warum muss ich mit Pit spielen? Habe ich jetzt irgendwie vercheckt, wie man den Kämpfer auswählt? Oder muss man immer den ersten Kämpfer in der Reihe nehmen? Das wäre ja sonst ziemlich kacke. Oh Gott, der startet mit einem verkackten Hammer. Lass mich in Frieden. Nicht dein Ernst, oder? Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los. Nein! Wie kann man nur so ein Pech haben? Was ist denn das für ein verkackter Smash, wo nur die Scheiße auftaucht? Alter, die Computer kennen sich doch damit aus. Die wissen doch, was hier passiert. Ende. Wir hatten nur 50% und trotzdem hat uns das Scheißviech aus der Stage geholt. Je mehr Prozent man hat, umso weiter trägt einen. Also wenn er das schon bei 50% rausträgt, dann ist das ein bisschen overpowered, oder? Ja, wir haben Pit verloren. Das ist jetzt nicht der größte Verlust, den man sich so vorstellen kann. Fuck. Wir haben Fox und Palutena verloren. Das ist schon mal nicht ganz so gut. Jetzt haben wir wieder wenig... Leute, Rempel sie an, um einen Checkpoint-Bonus zu bekommen. Okay. Und ich habe... Hebe den Effekt der nächsten Falle auf. Ja. Bis zu dem Ding komme ich nicht. Also schnappe ich mir lieber König DDD. Oh, verdammt! Wäre ich nach links gegangen, hätte ich es gekriegt. Nein! Warum hat mir keiner gesagt, dass sich das Ding auch bewegt? Den Effekt meiner Verstärker. Los. Auf geht's. Warum wurden wir wegteleportiert? Nein. Lauf. What the fuck? Was ist denn schon wieder passiert? Ich verstehe nicht, was hier abgeht. Ich habe ihn gerempelt. Checkpoint, Bonus. Oh, Link. Link brauche ich. Ich brauche Link sowas von dringend.
Gib mir Link. Ja. Das ist ja ein großes Plus. Da hat sich einer Mario geschnappt. Nee, Dr. Mario. Oh, Grün hat die meisten Kämpfer. Repartiere ich in einen unbesuchten Checkpoint. 6 ist gut. So. Ende. Gut, das waren alle Runden, oder was? Glückszahl, alle Statuswerte mit einer 7 werden erhöht. Hey! Bekomme einen Kämpfer. Der höchste Status wird noch weiter erhöht. Ich verstehe ernsthaft nicht, was hier alles abgeht. Im Finale kannst du einer der gesammelten Kämpfer einsetzen. Deine Selbstzerstörungen werden von deinem Chaos abgezogen, um deine Endergebnisse zu berechnen. Alles klar. Cool, wir können alle unsere Kämpfer einsetzen. Dafür hat man die also das ganze Spiel über gesammelt. Und wer als erstes keine mehr hat, ist raus, oder was? Gott, habe ich ewig nicht mehr als Mr. Game & Watch gespielt. Mal kurz im Brawl-Let's Play. Oh Gott, ich dachte, ich hätte das eingesammelt, bis ich das gerade gesehen habe, dass ich da noch rumstehe. Okay, ich kriege aber auch Pluspunkte für K.O.s. Das habe ich schon... Und da hat dieses verkackte Duckhand-Duo jetzt schon 2 Pluspunkte gekriegt. Was ist das damit? Das kenne ich nicht. Nimm das weg. Sieht böse aus. Ich habe einen Pluspunkt gekriegt. Das ist gut. Oh Gott, nicht Arceus. Nein! Oh, das Viech ist so mies. Jawohl, wir haben nicht den nächsten Pluspunkt. Wie konnte der es überleben? Luigi, flieg raus! Und jetzt kriegt der den Scheißpunkt! Alter, der hätte da 3-mal die Blitze gehabt. Der hätte 3-mal rausfliegen müssen. Der blaue Panzer richtet jetzt. Ja, endlich mal ein Punkt für uns, verdammt. Ist da gerade unsere Hilfertruppe hier einfach mal so draufgegangen? Ernsthaft? Wozu habe ich denn die ganzen Kämpfer, wenn keiner von uns stirbt? Ich habe nur die Scheißkämpfer am Anfang. Ich brauche einen Link oder einen Mars oder einen verkackten Schalk oder sowas. Ja, schuld. Nein, nicht Mother Brain. Drauf. Das ist auch sehr schön. Komm her, Peach. Ich will auch wieder groß werden. Fuck. Drei Affen sind los. Jawohl, das war mein K.O. Und jetzt geh drauf! Geh drauf, habe ich gesagt! Du hast meine Lucina geklaut! Gib die wieder her!
Bäm, wir machen alle platt. 5, 4, 3, 2, unsere ganzen coolen Kämpfer konnten wir gar nicht erst einsetzen. Sudden Death, los! Oh Gott, es gibt einen Sudden Death. Nein! Wenn das wenigstens mit allen Charakteren wäre, dann, die noch übrig wären, das wäre dann irgendwie cool. Weil warum habe ich jetzt noch 4 Charaktere gehabt und der Computer 4 nur noch 2 Charaktere? Ich meine, eigentlich habe ich doch locker gewonnen. Aber wenn nicht alle sterben innerhalb des Zeitlimits, geht es wahrscheinlich um Sudden Death. Oder nee, wir hatten beide plus 5. Okay, es geht doch um die Kills. Aber wenn man keine Charaktere mehr hat, so wie Player 2 und 3, dann darf man halt auch nicht mehr mitmachen. Ich verstehe nur, wir haben alle keinen... Achso, Selbstzerstörung. Okay, ich verstehe. Selbstzerstörung gibt Minus, weil man ja quasi den Gegner keinen Kill geben kann. Aber halt, man kriegt keine Minuspunkte dafür, dass man stirbt. So. Ich verstehe. Man muss ja also volle Offensive gehen, wenn man viele Kämpfe hat. Wir haben auf jeden Fall den meisten Schaden zugefügt mit Abstand. Aber halt im Endeffekt nicht wirklich gewonnen. Schade eigentlich. Und haben auch den wenigsten Schaden erlitten. Eigentlich waren wir der Beste, aber naja. Gut, das war die Smash-Tour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Oh, das haben wir alles gekriegt. King Hippo und Helios und oh. Oh, 2 Spezialauftragstickets. Ja, wenn irgendein Part zu kurz ist, ich weiß nicht, wie lang dieser Part war, wenn irgendein Part zu kurz wird, dann schneide ich das Spiel in den Spezialauftrag noch hinter. Sehe ich mir dann mal an. Ich werde den auf jeden Fall offscreen. Ich werde den aufzeichnen, ich werde das irgendwann mal spielen. Und wie gesagt, wenn ich dann... Ich nehme ja heute noch so 2-3 Parts auf und wenn ich dann sehe, dass einer von den Parts zu kurz ist, dann hänge ich hinter einem von den Parts halt auf jeden Fall so einen Durchlauf von den Spezialaufträgen nochmal dran. Weil der letzte war ja etwas fail geendet im letzten Part. Gut, wir haben Mopsy. Dafür, dass wir Rempler einen Gegner an, der während Smash-Tour zufällig auf dem Spielbrett erscheint. Ah, das war dieses komische Kuchenviech, was wir da angerempelt haben. Dafür haben wir Mopsy bekommen. Cool. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir haben Smash zum ersten Mal gespielt. Bis dann und auf Wiedersehen.